Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Weidt. Ich lade Sie und euch herzlich in meine Küche ein. Kommt rein! Ich zeige euch heute die Zubereitung zweierlei vom Schwarzfederhuhn mit Karotte, Schwarzwurzel und Kartoffeln. Wir schmoren die Terrine vom Schwarzfederhuhn gleich an mit etwas Rosmarin. Ich habe vorbereitet schon Kartoffel- und Schwarzwurzelwürfel, die nur ganz kurz blanchiert worden sind. Die erwärmen wir nur ganz leicht. Das klassische Schwarzfederhuhn ist ein französisches Huhn, das wirklich biologisch aufgezogen wird. Ja, markant sind die schwarzen Füße und in Zeiten von Bio-Hühnern und Bioprodukten ist es einfach wieder eine klassische, artgerechte Haltung. Wir ziehen die Karotten in dicke Streifen, die wir später zusammenrollen. Das gleiche machen wir mit der Schwarzwurzel. Schöne Streifen. Wir nehmen nur das Weiße. Wir versuchen ein bisschen zu aromatisieren. Wir geben einen kleinen Tropfen Walnussöl. Das Gemüse kann ruhig noch Biss haben. Wir haben eine sous-vide gegarte Brust vom Schwarzfederhuhn. Sous-vide gegart ist, haben wir etwas im Vakuum verpackt und im Wasserbad bei 56 Grad eine halbe, dreiviertel Stunde gart, um einfach nur den Kernpunkt auf 56 Grad zu behalten. Die Brust nehmen wir, schneiden sie ganz kurz ein bisschen schön auf, nehmen die Hautseite nach unten. Würzen. Wir haben so kleine Kartoffelwürfel, die wurden schon blanchiert, ganz kurz gebacken. Die geben wir mit dazu. Hier eine klassische Schü, mit Portwein einreduziert, schöne dunkle Farbe, steht zu 15% aus Wein, schön goldbraun braten. Durch das Sous-Vide-Garn ist die Hähnchenbrust schon gegart. Wir geben da so gesehen nur noch ein bisschen schöne Farbe. In der Zwischenzeit stellen wir unsere Deko her, um die Leute aufzuklären, dass es keine verbrannte Stück Kohle ist. Es ist einfach eine moderne Deko, die einfach nur besteht aus Wasser, Mehl und Öl, indem wir das klassisch zusammenrühren. Haben wir die Möglichkeit, sich eine Farbe rauszusuchen. Ich habe mich für Schwarz entschieden, einfach nur um das Thema Schwarzfederhuhn aufzugreifen. Fand ich eine schöne schwarze Deko sehr ansprechend. Da geben wir kleine Tropfen dazu, ohne Öl. Das Öl wird heiß, das Wasser verdampft. Wenn das ganze Wasser verdampft ist, bleiben so schöne kleine Tippen übrig. Ja, man sieht es, langsam wird es fest. Und nach gut einer Minute kann man ganz leicht die Dekoplatten entfernen. Dann die Deko bereit. Geben Sie kurz auf den Küchenkrepp. Einfach nur um die abzutupfen. So. Die Terrine vom Schwarzfederhuhn. Wir schneiden noch links und rechts ein Stück ab. Schön auflegen. Dann haben wir hier unsere Gemüse. Es ist nicht durchgegart, wirklich nur knackig. Knackig geschmort. Wir haben schön unsere Karottenstreifen, die man jetzt durch leichtes Drehen einrollen. Auflegen. Wir haben die Schwarzwurzel schön in Streifen. So haben wir hoch, kann sie stimmen. Wir haben hier ein kleines Karottenpüree. Einfach schön. Um die Farbe reinzukriegen, haben wir ein Gewerbspüree. Schöne Portweinsauce. Nun unsere schöne gebackene Deko. So, und das ist unser Schwarzfederhuhn. Ihr Christian Weidt. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de